Oh, was sehen meine müden Augen? Schön, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast bei diesem wundervollen Let's Play bzw. zauberhaften Let's Play von Hogwarts Legacy. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir gehen als nächstes zum Verwandlungsunterricht von Professor Weasley. Wir haben jetzt alle ihre Aufgaben erfüllt, alle Handbuchseiten gesammelt, die wir brauchen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir starten direkt rein. Hallo? Bin einfach zu gut, Kolb. Ah, jetzt. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Verwandlung? Das können Sie sicher nicht mehr hören. Ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Ich wollte gerade sagen, weiß ich, was zu tun ist? Ich glaube nicht. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier tue. So, also, wir lernen Transformation. Let's go. Das ist ja ein easy Zauberspruch, ne? Wundervoll gemacht. Sehr nice. Transformation, neuen Zauber freigeschaltet. Neue Zaubersprüche zuweisen, den nehmen wir auch natürlich. Und wir machen sofort das Talent. Wir machen sofort das Talent, dass wir jemanden verwandeln in so eine Tonne, wollte ich gerade sagen. Genau, Treffer mit Verwandlungszaubern verwandeln Gegner in explosive Objekte. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist richtig strong. Mega gut. Sehr nice. Oh, wir haben Ausrüstung. Ach ja, stimmt. Als wir da unten in dem unterirdischen Hafen unterwegs waren, ne? Haben wir ja neue Ausrüstung bekommen, die natürlich schlechter ist. Oh Wunder, oh Wunder. Und wir haben neue Sammlungen. Achso, das sind die Handbuchseiten, ne? Jawollo. Das sind die neuen Handbuchseiten, die wir da noch entdeckt haben. Noch mehr Ausrüstung? Ach, einen Hut haben wir auch noch bekommen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir noch einen Hut hatten. Na gut. So, dann haben wir das. Sprich mit Professor Weasley. Das machen wir doch. Hallo. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor? Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Na, aber hallo. Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Die Aufgaben haben mir geholfen, obwohl ich so viel Zeit mit den Aufgaben verbringe. Natürlich. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob es all die Zusatzaufgaben gebraucht hätte. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Ich hörte, dass Sie eine Venimosa Tentacula züchten konnten. Die Zucht einer solchen magischen Pflanze ist eine Leistung, auf die Sie stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem Sie Ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Hatte Ihr längeres Gespräch? Moment, was war das denn? Eigentlich ja nicht, ne? Nein? Nicht doch. Ich, rede nur gerne mit Mr. Ollivander. Zauberstabkunde fasziniert mich. Und ich war noch nie in der Eulerei.
Da wurde es mal Zeit. Ach doch, natürlich hat das was mit ihm zu tun. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, sie kommt mir langsam auf die Schliche. Verwandlung. Seit Feldcroft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Oh, Sebastian ist wieder da. Lernen wir Flüche? Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert. Aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Lord Gorg meldet sich wieder. Oh, ich weiß immer noch nicht, ob ich dem vertrauen kann. Ich weiß es nicht. Alles nur Koboldogak. Lord Gorg hat mich gebeten, ihn an einer Koboldmine südlich von Hogwarts zu treffen und möchte, dass ich jemanden mitbringe, der Koboldogak spricht. Im Schatten der Mine. Sebastian wartet in der Nähe des Eingangs zur Aussichtspunktmine im Nordosten von Upper Hogsfield. Okay, als erstes sollen wir besprechen, also wir spielen hier einfach direkt nach der Reihenfolge. Also wir sollen als erstes mit ihm sprechen. Dann machen wir das doch auch. Würde ich mal sagen. Und wir holen jetzt hier unsere Herausforderung ab. Wir haben hier wieder... Oh ja, Aufgaben abschließen. Umhang des Klassenbesten. Mensch, du. Wir haben jetzt aber schon einiges freigeschaltet hier. Das gucken wir uns auch mal direkt an. Ach, jetzt mit dem Ravenclaw-Zeichen. Warum war denn da vorher gerade Gryffindor drauf? Ist Gryffindor immer so krass? Ach, Gryffindor, immer Gryffindor, ne? Ein Umhang mit gesteppter Hausinsignie für die klügsten Schüler. Du erhältst ihn, wenn du alle Aufgaben der Professoren erledigst. Oh, weil wir alle Aufgaben fertig haben von denen. Nice. So, sprich mit Amit. Ah ne, Amit hieß er. Amit. Wir müssen nach oben wahrscheinlich, ne? Astronomieturm. Dann gehen wir da doch mal hin am allerbesten. Der schaut sich wahrscheinlich gerade wieder die Sterne an. So, dann klettern wir doch mal hier hoch und gucken, ob Amit hier oben ist. Warum ich immer Amit sage, verstehe ich auch nicht, aber Amit heißt er. Ach nee, der ist bei uns im Raum, oder was? Ach, der ist bei uns im Gemeinschaftsraum. Oder wie, oder was? Nee. Er ist doch hier oben. Haben wir jetzt hier oben eigentlich alles gesammelt? Ja, ne? Ich glaube schon. Hallo, Amit. Oh, hallo. Hallo, moin. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine... Nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Wie gut sprichst du denn überhaupt Koboldogak? Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut? Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du noch nie einen Kobold getroffen? Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Na gut, dann kommst du halt mit. Lass uns zur Mine gehen. Lord Gorg wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort.
Oh, hier ist auch noch eine... Rebellion. Eine Handbuchseite. Astronomie-Teleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller Dinge am Nachthimmel. Ja, wir hatten ja schon in der Folge gesprochen, wo wir im Astronomieunterricht waren. Also, ich liebe Sterne, ne? Ach, wie schön das aber auch schon wieder aussieht hier. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Sieht wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Also, dann wollen wir doch mal zur Mine. Zur Mine, ja. Berüchtigter Gegner, aha. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier hinreisen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Mine. Triff dich am Eingang der Mine. Aber ich glaube, ich werde mir mal tatsächlich den berüchtigten Gegner mal angucken. Mal gucken, wer das ist. Oh, ich habe zuerst gedacht, der Sumpf ist vielleicht gefroren. Oh. Oh ne, das ist ein bisschen viel. Ich laufe, tschüss, das ist doch ein bisschen viel. Der ist glaube ich noch zu stark. Eieiei. Schnell weg hier. Entschuldigung. Eieiei. Der war noch ein bisschen stark, würde ich mal behaupten. Huch. Rebellion. Oh, so ein Inferni ist das. Oder Inferius. Wie die nochmal heißen? Ich weiß gerade nicht mehr. Ey, wieso soll ich denn jetzt so laufen? Okay, anscheinend komme ich da nicht hoch. Na gut, laufen wir jetzt mal hier lang. Laufen wir doch mal so, wie das Spiel möchte, dass wir laufen. Hier sind ein paar Wölfe. Verwandeln wir doch mal. Zack. Und zack. Er sieht hier, das ist so strong. Das ist so strong. Ich one-shotte quasi zwei Leute. Richtig gut. Richtig nice, ey. So. Da sind wir jetzt bei der alten Mine angekommen. Was haben wir denn hier? Rebellion. Oh, welch angenehme Überraschung. Da soll irgendwas passieren, richtig? Da sollen wir wahrscheinlich das darunter schmeißen, aber wir machen erstmal das hier. Hier ein paar Sachen sammeln. Akio. Toll, wie komme ich denn da ran? Oh. Wenn wir jetzt hier auf die Schnauze fliegen, ne? Dann haben wir ein Problem. So, da ist Lodgok schon. Moin, Lodgok. Hallo. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdkot auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Hast du dir ja auch, also... Ja, aber damit hätten sie auch rechnen sollen, ne? Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen.
Vor kurzem sollte ich Ranrock einige Bücher von Brackbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Ranrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Ranrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Ranrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Ameet. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja, vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Ranrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Ranrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Oh, eine Schleichmission also? Eieieiei. Erzählen Sie mir mehr über die Tür. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Ja, das stimmt, aber... Ja, aber Schleichen finde ich nicht so gut. Ich möchte eher Action und ein bisschen bam, 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 bam. Okay, wir sind bereit. Ameet und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Ich weiß immer noch nicht, ob wir dem vertrauen können, dem Herrn. Naja, wir werden es rausfinden. Vielleicht hat er uns ja jetzt auch verpetzt und hier bricht die übelste Hölle über uns herein. Kann alles passieren, Leute. Kann alles passieren. Bisschen Mondstein hier noch mitnehmen. Da ist doch noch was, oder nicht? Kannst du nicht den Mondstein auch noch mitnehmen? Hallo? Hä? Jetzt. Sag mal. Achso, das ist das Auge. Okay. Das ist das Auge. Schon. Direkt. Okay, dann verwandeln wir uns mal. Zack. Also, verwandeln, ne? Ihr versteht, was ich meine. Gut, betritt die Koboldmine. Let's go, das Auge der Mine. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie nie erträumt. Wieso soll sie kleiner sein? Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Echt? Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein kleines Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. So, das benutzen wir hier. Es geht abwärts, meine Freunde.
Revelio. So, weiter geht's. Wir sind in einer echten Koboldmine. So, was haben wir hier? Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt passiert ist, aber wir haben es. Oh. Oh. Natürlich wusste ich, was da passiert ist. Haha. Das war natürlich geplant. Okay, weiter geht's. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. So, dann geht's hier rüber. Bleib in meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Dürfen wir wirklich nicht gesehen werden? Zack. Wir probieren es jetzt einfach. Zack. Autsch. Bam. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Hä? Okay, hat was gerade mit dem Verwandeln, glaube ich, nicht so ganz funktioniert, weil der wurde noch angezeigt, dass er doch da ist. Wie lustig war das denn bitte? Beobachtet. Von einer Tür? Ah, okay. Gut, warum schleichen? Wir kommen nicht weiter, solange dieses Auge uns sehen kann. Na doch, natürlich kommen wir weiter. Guck hier. Zack, ist die Tür auf. Oh Gott. Oh, eine kleine Maus. Hallo, Mausi. So. Hier ein bisschen looten, hier ein bisschen Feuer machen. Moment. Ist hier was aufgegangen vielleicht? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, dann geht's weiter. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Da oben sind welche. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Revelio. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Werden wir das herausfinden, ja? Suche nach Hinweisen auf Renrocks Plan. Ganz ehrlich, wir erledigen die jetzt einfach ganz schnell hier. Oh nein. Dann machen wir den jetzt so. Mit alter Magie. Faszinierend, Koboldogak in Koboldschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Ja, die versuchen wir auch zu finden, aber wir müssen dafür weiter, mein Lieber. Hier ist noch nicht so viel da. Hier ist noch nicht so viel. Wir müssen hier weiterlaufen. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Ja, machen wir. Das machen wir, aber erstmal gehen wir jetzt hier rein und machen hier ein bisschen Action-Pop-Action. Bumm. Oh Gott.
Handy. So, zack. Den mit der alten Magie weg. Und den nehmen wir so. Boom. Oh, hi. Ich werde nicht ruhen. Rest und Best. Autsch. So, die haben wir jetzt alle schön erledigt hier. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Echt? Halt dich an mich. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden, okay? Sehr geiles Kommentar. Akio. Moment, brauchen wir hier den? Nee. Irgendwie müssen wir es erst anzünden. Ah, jetzt. Ah. Aber da oben sind ja noch Sachen. Da wollen wir ja natürlich noch hin. Da wollen wir ja noch hin. Oh. Hier möchte der Djinn ja noch hin und ein bisschen was looten. Ist ja nicht umsonst hierher gekommen, ne? Ach, guck mal einer, schau. Nein. Ausrüstung, 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 Ausrüstung. Zerstören. Zerstören. Hier noch was? Ja, hier ist jede Menge. Da sollten wir alles wegmachen. Verdammt, ich sollte mir eigentlich auch merken, bevor wir auf so eine Quest gehen, einfach, dass ich den Shop besuche und da verkaufe. Nicht drüber nachgedacht. Quidditch-Ausrüstungsregal. Sehr cool. Alles für den Raum der Wünsche. Oh, hier kurz hängen geblieben, wie man gesehen hat. So. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nee. Mega Powertränke haben wir alles schon. Ach, hier ist noch was. 62 Galleonen haben oder nicht? Haben. So, wo ist denn Amid schon? Wo ist denn der Amid schon? Teufelsschlinge. Das wird oua, oua. Nicht aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Bisschen Diptam-Blätter. Diptam und Diptam und Diptam. Und das war's. Na gut. Achso, ich dachte, da visieren wir die schon an. Machen wir aber gar nicht. So, weiter geht's in der Mine. Oh, hier ist, glaube ich, einiges los, wa? Nein, falsch. Bumm. Bumm. Nehmen wir mal den jetzt hier noch mit. So, dann verwandeln wir ihn. Und dann zack. Ach so, ist das so? Werden wir ja sehen, mein Freund.
Nein, aua, aua, aua. Aua. Nochmal. So, Kommandant, machen wir jetzt mal platt mit alter Magie. Du kommst wieder zurück. Und dich mache ich platt. Bam. So. Das waren sicher die letzten Amid. Erledigt. Revelio. Akir. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir hier noch? Ist hier noch was? Was ist da irgendwie reingeflogen? Auch spannend. Moment, wo kommt das denn her? Wo kommt denn die Glut jetzt hierher? So? Gute Frage. Muss ich hier was anzünden? Da ist was zum Anzünden wahrscheinlich. Nee. Gute Frage, Leute. Gute Frage. Gehen wir erstmal weiter. Ah, das kommt aus dem Nebenraum. Verstehe. Das kommt aus dem Nebenraum. Da konnte man es gerade sehen, wie das Rohr da so durchging. Hier ist es. Guckt mal. Incendio. Incendio. So, dann können wir jetzt hier dran ziehen. Dann passiert irgendwas. Oh, wo geht's hin? Revelio. Sollen wir hier sein? Das waren noch nicht alle Pläne. Ich suche lieber weiter. Okay, nee, ich glaube, wir sollen hier noch nicht sein. Ich glaube, wir sollen hier noch nicht sein, oder? Ich weiß es nicht, aber da wird ja auch was angezeigt. Oh, ich weiß es nicht. Moment, wir gehen jetzt einfach hin. Warum sollen wir da nicht sein? Warum sollen wir da nicht sein? Das soll ja irgendeine Truhe sein. Wir gucken mal. Wir trauen uns das mal, ne? Ich weiß, das war jetzt totaler Blödsinn, aber... Revelio. Aha. Wo geht's denn hier hin? Wo geht es denn hier hin, Leute? Was haben wir hier gefunden? Hallo? Oh, ganz viel. Sammeln. Ganz viele Galeonen. Und eine Niffler-Statue. Und wo geht's hier lang? Ach, hier ist wieder der Eingang. Ach, guck mal einer an. Also hier sind wir tatsächlich noch nicht lang. Da kommen wir wieder zum Eingang. Dann laufen wir mal ganz fix zurück wieder. Und fahren mal wieder runter. So, schnell wieder runter. Zack. Amid wird einfach her teleportiert. Let's go. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir hier Halt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, dass du wieder mit eingeschaltet hast und bis morgen. Bis dahin wünsche ich dir köstliche Grüße. Dein Gin Tonics. Ciao.